Hallo Leute und willkommen zurück zu Part 2 von Mario Party 3. Nun wird auch mal Zeit. Wir freuen uns ja schon aufs Zocken. Gut, dann machen wir gerade weiter. Letzten Part habe ich richtig geil gewonnen. Ich würde sagen, bei dem Part gab es Glück und sehr harte Fails. Was soll das? 7. 10. Trotzdem voll die unnötige Zahl. Warum? Von Goldpilz. Voll nötig. Ich mach das jetzt extra hier kaputt, das Eis. Du kannst aber runterfallen, ne? Dann ist die 10 im Arsch. Der hat so Glück, aber kein Geld. Ich weiß. Ich wollte halt. Natürlich komme ich direkt zwischen die Fragezeichen fest. Ist besser so. Nein, ich will Fragezeichen im Stern kriegen. Ach so, stimmt. Ereignisstern heißt das. Oh. Eine 10, jetzt holt er sich hier den Stern. Betrug. Blablabla. Warum will der immer gehen? Obwohl, bei Mario Party 4 gab es doch sowas ähnliches. Aber das war ein Brett, ein Superbrett und sonst. Ah, ich weiß, ja. Der hat da so ein Hotel, ne? Ja. Mit dem Haus. Ich liebe das Brett. Ich liebe da alle Bretter. Bei Mario Party 5 mag ich so gut wie alle. Da finde ich auch. Hau den Bowser! Schlagen zusammen, Alter. Ich glaube, der war geil. Also, das Spiel war geil. Ich glaube, man muss den so zusammenboxen. Hä? Ach nee, einer ist. Ich bin der Bowser. Nee. Aber ich bin der. Achso. Du musst dir merken. Was ist in dieser Lampe? Ah, das macht den Stern weg, ne? Was, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch. Das Bowser-Phone ist geil. Ja. Du musst. Die kriegen ihre Items da rein. Mach die Practice bitte raus. Die kriegen ihre Items da rein und du musst dir merken, welcher Mini-Bowser das ist und den kannst du zusammenbocken. Ja. Achso. Okay. Da ist das Bowser von, falls du es haben willst. Mhm. Und die laufen jetzt halt herum und du musst ihn zusammenbocken. Achso. Das ist voll einfach. Das ist ehrlich. Du hast Practice drin. Sorry, Leute. Du hast schon wieder drin. Als ob ich dich provozieren will damit. Achso, das ist neu, der Umkehrpilz. Der ist cool. Kann man rückwärts laufen. Echt? Ja, da kann man zurücklaufen in den Weg. Geil. Next Step. Ich lege meinen Step zusammen. Guck mal her, du. Wie schlägt man denn? Junge! Nein! Hä? Den hab ich nicht. Ach, den wollte ich sogar. Du bist so ein Arsch. Ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Ach ja, was will ich ja machen? Ich muss nur das Minispiel gewinnen, dann kannst du das vergessen. Ich muss nur das Minispiel gewinnen. Hallo, ich glaube, das ist Zufall, was ich für ein Item von dir krieg. Oder was ich von irgendjemandem krieg. Ich kann jetzt nicht so eingeben, Waluigi, ja, Zauberlampe. Aber du kannst Waluigi eingeben. Nee, ich glaube, das geht. Nein, das ist Zufall. Glaub nein, ich. Du kannst zufällig auswählen, ob du eindingst, aber du kannst auch auswählen, von wem du was klauen möchtest. Ich denke, du kennst Mario Party 3, ne? Das ist bei jedem Mario Party so. Ja, nee, bei jedem gibt's immer so andere Regeln. Das ist so. Das ist ein Scheiß, ist das. Vor allem, ich hab selbst ein Telefon, ich hab immer ein Mobile Phone. Leo. Wo du? Dankeschön. Obwohl, der hätte ruhig Bowser-Revolution passieren können. Was ist das? Nein, da werden alle Münzengerichte aufgeteilt. Ach, das ist das, was okay. Da hätte ich jetzt gar keine Probleme mit. Und jetzt bricht es schon wieder ein. Ja. Ich bin bestimmt mit der in der Gruppe. Wie die Felder verschwinden, voll epic. Ich überlege als was, ob ich das mache oder nicht. Das ist risikoreich. Hä, was denn? Das ist zwar dumm für mich, aber halt auch scheiße für dich. Du willst dich doch nicht einfach so einsetzen. Doch. Nee. Doch? Bist du dumm? Ja. Nein! Oh, die kann doch bestimmt nicht mal springen, die ist so dumm. So. Sind lass Bond. Mich lesen. Nein. Und der ist im Team. Achso, im Team. Ach, das trifft denselben Figur auf dem Block wie dein Partner. Das ist doch nur springen. Echt? Ja. Klar. Ja. Dann muss ich mich an die wenden, ja. Sonst schafft man das nicht. Das schafft man. Start! Los! Mal was Gutes, Alte. Ich hab Koopa. Na klar. Ja. Alter, ich hab 3 Punkte gekriegt. Ich weiß, toll. Nein, wie du machst das nach. Die sieht so dumm. Nein!
Los! Gumba, schaffst du! Gut. Das steht jetzt gleich da. Ich führe. Du Kacke! Los, Cooper! Als ob das ein Pokémon ist. Ich wähle dich! Toad! Ja, komm, wenn ich jetzt verkackt hab, das wäre unlogisch. Ja, ich hab gewonnen. Da kann mir nichts mehr passieren. Ich hab sogar nochmal ein paar Punkte. Ey, es war nah dran. Nee. Ach, dann ist sogar eine Tafel. Ja, die hab ich doch gesagt. Ach so. Gut, dass du zum Glück als 10 bekommen hast. Noch sehe ich aus wie letzter, aber jetzt werde ich nicht. Wieso bekomme ich auch immer diesen Penner? Hey, was? Du hast doch als den Dings gemacht. Der hat sich nur nach dir gewendet, der war Luigi. Ja, ich weiß. Ich glaube, ein Team mit einem echten Spieler wird das schon wieder. Da sehen wir das gerade mal schon im zweiten Part hier, den dicken Geist. Der bringt einen zum Stern. Und die Musik ist episch. Pilz Kadabra. Der benutzt den Pferd. Boah, das ist voll der Drogentrip. Boah, hier spreng ich Wunder, Junge. Ja! Der springt dem Ding. Ist ja wie bei Double Dash. Ohne Mist. Ich glaub's nicht. Der arme Junge kriegt auch noch den Stern. Das kann doch eh noch alles passieren. Ja, total. Jetzt mit 3. Ich wette, ich krieg. Yay! Wie man da hinkommt, weiß ich allerdings nicht. Jetzt auf damit. Komm mit 3. Nein, das war doch ein Scherz! Jetzt Bowser-Revolution, bitte. Seine Arme sind epic. Oh, lass mich ja chillen. Was soll denn der Müll? Ich habe das. Na, wie krassig ein Grauenereignis. Will dich denn jetzt treffen? Triff. Ach, das ist doch eben ein Müll. Ist egal, was ich drücke. Ich will gerne 100 Sterne haben. Oh, Bowser's Fluch. Was heißt das? Weiß ich nicht. Bowser's Fluch. Ja, wer in dein Plan? F-L-U-C-K. C-H. C-K. Fluch. Verlieren jetzt alle, jo, was war das denn? Das war gerade voll die Pokémon-Attacke. Was macht der jetzt? Ich glaube, jeder darf. Lauft jetzt nicht jeder rückwärts? Ja, stimmt. Ja. Ja. Jeder läuft jetzt rückwärts. Das will ich aber nicht. Und genau das bewirkt auch dieser Pilz. Also dieser. Hey, ach, wir können nur bis 3 würfeln. Dann hab ich gelitten. Aber es macht der auch, ja. Ich glaube nämlich auch, dass der das macht. Hä? Warum macht die das? Jetzt hat der Fluch seine Wirkung verloren, glaube ich. Ja. Das ist mal. Hä, wie will Luigi bitte schön zurückgehen? Geht doch gar nicht. Ja, das ist es ja. Das ist übers Wasser. Oh, wenn die da drauf gucken, wäre die auch rich, Alter. Das ist eh so eine reiche Daisy, war schon immer reich. Finde ich. Ich meine, die hat ein Dampfschiff mit einem. Ein Dampfschiff, Dampfer halt. Was hat die noch? Hä, wenn er doch noch vorwärts. Ah, warte, was ich mit tun? Wir denken, Alter, läuft rückwärts, das geht ja gar nicht. Das ist ja nur, dass du bis 3 werfen kannst. Du denkst das nur, ich wusste das. Oh, das Spiel ist, glaube ich, geil, das mag ich. Ja, da muss man ganz schnell. Stück ja. Auf ein, sind wir im Team? Ja! Warte, müssen wir die fressen? Oder? Ja. Wie geht das? Ja, ganz schnell A drücken. Ja, wir beide müssen jetzt die Pizza fressen gegen die Computer. Weil Luigi hat immer Hunger. Yoshi erstmal, Junge, der hat so eine große Zunge. Da frisst du? Wie geht das? Ich kann nicht nach unten. Du kannst wohl nach unten. Nein, kann ich ehrlich nicht. Ich kann nicht nach unten. Junge, wir müssen jetzt mal was essen. Ich kann echt nicht nach unten. Ja, ich mag. Ich kann alles außer nach unten. Der Controller spackt auf. Scheiße. Ich hab ein Lachfleisch. Jetzt mach doch. Das ich komm echt nicht. Ich kann's mal schlecht. Der Controller ist im Arsch. Warum hast du noch einen? Ich weiß nicht, der kommt nicht nach unten. Der musst du, glaube ich, fesselt drin. Haben wir gewonnen? Ja. Ich hab alles allein gemacht, was? Ich hab die obere Hälfte gegessen. Das wird ein Lachflash, Let's Play, Alter. Ja. So, jetzt würfel ich nur 3.
Na, willst du immer noch was rauben? Ja. Ich setze ihn ein. Ich will anrufen. Ich habe wichtige Gespräche. Hey, wie war's? Der neueste Klingelton? Nein, ist nicht. War bei iTunes? iTunes? iTunes. Ja? Nee, da kann man einkaufen. Ey, der hat ja wirklich... Ich nehme gerne den Bowser-Anzug. Stärkste Item würde ich okay. mal behaupten. Will ich mal behaupten. Das kennt er bestimmt nie hinterher, Spaß. Was bringt mir das? Weiß ich nicht. Gut, hier lang. Das war dumm. Ja. Fall! Vor allen Dingen. Du Depp! Autsch, ich bin hingefallen. Hätte eh nichts gebracht, aber ein Dings. Ach Paul, du hast ein Skelett-Schlüssel, ich glaube. Ja. Ich wusste aber, dass da eine Tür ist. Ich auch nicht. Ich wusste aber, dass da ein Weg ist. Yeah! Das ist voll die Pilzfrau. Die ist halt immer stoned. Hä? Der Würfel ist stoned, du Schlauer. Sie selber ist blond. Innerlich. Vor dem Kleid. Leute, das Witzige ist, ich bin auch blond in real. Ich nicht. Doch? Nee. Nee? Warum denn? Du Kuh! Ihr habt es jetzt noch nicht geschafft, da weiterzukommen, ne? Daisy! Was hast du denn? Ja, jetzt nimm dein Geld und geh. Ich glaube, Chili ist außerdem Gegner hier, deswegen war das so dumm. Chili sind diese Schneebälle. Und wenn ich jetzt einen billigen Mario-Fehler gemacht habe, schäme ich mich. Aber ich glaube, Chili waren diese Schneebälle. M-P-I-Q. Mr. Pig. Mr. Pig. Was ist denn das? Ach nein, das ist doch dieses Rätsel. Rätsel. Kennst du das noch? Nee. Du brauchst einfach nur A, B, Z, der Rest erklärt sich von allein. Das ist nur eine Frage, Mann. Wer die jetzt am schnellsten Antwort hat, gewonnen, oder was? Ja. Wie viele Spieler? 4. Mehr kannst du nicht gar nicht geben. Da wusstest du, dass das B ist? Ach, das ist der Stand. Wie heißt Marios kleiner... Hä, wo weiß man denn, dass das Luigi oder so ist? Du musst einfach A drücken, wenn du die Antwort weißt. Nee, du hast ja eben B gedrückt und es war richtig. Wie viele Augen zeigt... Woher weiß man das? Du cheatest. Lol, das war geraten. Was ist ein Problem gewesen? Hä? Mit A heißt das, du kannst eine Antwort wählen. Ja, mit A, B und Z. Und woher wusstest du mal genau, dass das die ist? Weil das da stand. Nein, das stande da ja noch nicht. Ja, bei A wählst du aus und dann stehen da 3 Antworten. Und da stehen die... Dinger, ja, aber woher wusstest du genau, dass das die sind? Weil ich die Fragen weiß? Ja, das ist ja unfair. Nein! Ja, doch klar. Du weißt sowohl, wie Marius kleiner Bruder heißt. Ja klar, aber das geht ja darum, dass es Ding so, das ist so. Das ist Schnelligkeitsspiel. Ja, aber woher weiß man denn, auf welche Antwort die steht, auf A, B oder Z? Das weiß man doch gar nicht. Ich hab das doch schnell gesehen. Das stand da ja noch gar nicht. Ja, aber weil sich die Antwort ja, angenommen weil, hat. Ja, weil du dieses Spiel schon kennst und das immer gleich steht wahrscheinlich. Nein! Ja doch. Leute. Ich guck mir das nochmal im Video an. Das, ja! Das war hundertprozentig, dass da die Antworten noch nicht standen und du wusstest alles schon. Ja, die kamen ja auch erst, als ich A gedrückt habe. Nee. Ja, genau. Ja. Aber woher weiß man denn, ob das richtig oder so ist? Jetzt bin ich falsch gelaufen. Junge, was ist dein Problem? Ich verstehe das gerade mal nicht. Ja, mir klar. Wenn du aktivierst, dann stehen da 3 Antworten. Da stehen auch die Knöpfe. Wo ist dann das Problem? Ja, genau. Aber die Knöpfe waren ja nicht da. Woher weiß man also, ob die Antwort mit dem Knopf richtig ist? Das ist ja meine Frage. Weil es nur 3 Knöpfe gibt, A, B oder Z. Ja, und woher weiß man zum Beispiel, dass Z Luigi heißt? Der Buchstabe stand. Da stand zum Beispiel, Z ist Luigi. Ja, klar, aber du hast ja schon gedrückt, bevor die Namen überhaupt da waren.
Das ist ja das, was ich mich frage. Du hast das gesehen, da stand da doch. Nein, da waren. Die Frage war noch am Beantworten, du hast sofort was gedrückt und es war richtig. Es ist doch nur ein scheiß Minispiel. Ja, das ist Betrug. Das ist Betrug. Oh, das Spiel mag ich nicht. Ja. Das kann ich der nicht. Alleine ist abgelitten. Nee, der hat Glück. Oh Gott, was muss ich denn machen? Ich hab natürlich das Behindertste, ey. Oh nein, du musst runter machen. Du hast das Einfachste. Was muss ich machen? Einfach nur A, B, wiederholt. So, linken. Ich hab's Behindertste, ich kann das nicht. Wir haben verkackt. Ich kann das nicht mit dem Wasserhüpfer. Muss eigentlich nur so machen. Wir haben keine Chance, weil ich nicht weiß, wie die Dings geht. Ey, guck mal, das sind voll die Gumbas aus Dings. Aus Paper Mario. Ja. Alter, was haben wir den halben Part hier mit dieser scheiß Frage da? Ich versteh's nur, ich guck mir das einfach gleich später an. Was muss ich denn machen? Ja, A, B, A, hoch, runter, A. Ich drück... Ja, ich kann ja nicht nach unten. Stimmt. Das geht nicht. Der A-Knopf ist kaputt. Der Unten-Knopf. So eine Scheiße. Ja, nun, wir können sie folgen. Wisst ihr was, Leute? Wir kacken das einfach. Bis gleich. So. Ja, da sind wir auch wieder. So, wie von dem gesprochen. Ohne Mist. Ja, der Juli hat verkackt. Ja, irgendwie funktioniert mein Controller nicht, ich weiß auch nicht. Den neuen. Hast du noch einen? Nö. Nee. Ich glaube, du musst dieses Mal den einen mitnehmen. Ah, okay. Genau. Ja, dieser Part ist ziemlich komisch. Oh, ich will nicht nochmal springen. Es wäre nur Glück, dass du ich das... Du kriegst voll den Stern dafür. Ja, der kommt ja sofort, wie soll ich das schaffen? Sind auch von hinten. Also, jetzt nicht falsch verstehen, Leute. Von hinten halt. Kommt ja. Ich hab gedacht, du musst nur einmal springen. Ich hab aber eben auch 30 Mal. Obwohl, der hilft mir sogar, danke. Nee, du gehst ja noch weiter, sei denn du schaffst es. Hä? Du musst doch nur einmal springen, du musst. Nein, rein. Ich war. Buhup! Buhup! Leute, falls irgendeiner Fan von uns ist, Alter, der tut mir ein bisschen leid. Aber nein, bleib ruhig da, ich meine, ist irgendwie Urlaub, irgendwie, oder? Urlaub für Arme. Urlaub für Arme, ja. Oh, scheiße, ich wollte ein Item einsetzen. Ich wollte mir so einen Bonzenschlüssel. Ja, guck mal, Luigi spielt Luigi's Mansion mit den Schlüsseln hier. Oh. Hallo. Tschüss. Mann, wieso schmeißt du den weg? Jetzt hat er so eine Träne im Auge, der Skelettschlüssel. Ja. Das ist so forever alone. Der Arme. Er wurde niemals benutzt in seinem Leben. Er wurde nur genötigt. Gut, weiter geht's. Noch ein Traut. Frostiger Fahrt. Hä? Was denn? Das, nein! Das kenne ich von Mario Party 7. Ich hab verloren. Ich kann immer noch nicht nach unten gehen. Das ist so scheiße. Du kannst ja irgendwie dein Bestes geben. Wo bin ich eigentlich? Da oben, ne? Ich bin am Arsch der Welt. Ja, ich kenne das Spiel, aber... Ey, wärst du oben, wäre das nicht so schlimm. Ey, wär ich mal nur unten. Du Fisch! Ich hab verkackt. Was hast du mit meinem Arm-Controller gemacht? Gar nichts! Das nächste spiel ich mit was Neuem. Ey, aber wenn du dieses Brett noch gewinnst, dann... Yoshi! Leute, guckt nur auf meinen Menschen. Hey, der ist gerade nach unten gegangen! Als ob das ein Wunder ist. Vielleicht geht's jetzt wieder. Komm schon, lauf nach unten. Ja! Geht's? Ja! Sag doch, wo ist dein Problem? Betrug! Ey, was ist mit dem Fisch los? Du Fisch! Ja, ich hab doch eh verloren, aber es kann jetzt nach unten lenken. Ich hab auch verloren, die sind schon alle beim letzten oder so. Ich hab schon das erste geschafft. Ja,
Ja, wieso geht der jetzt hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du Kack-Yoshi. Ja, tut mir leid. Yoshi ist ein ganz lieb. Hä? Jetzt läuft er als von automatisch nach oben. Okay. Wir schaffen das noch nicht. Das kann man nicht sehen. Boah, guck dir das an! Ja, mir. Du bist voller Drive Horse. Das ist so bezug, dass auf einmal wieder unten geht. Ja, du sagst, ich bin schuld. Wir hätten sogar, wäre das früher gekommen, hätten wir das Minispiel gewinnen können, das eine. Also wenn ich die Minispielsterne bekomme, das wäre, das grenzt an einem Wunder. Ja. Oh. Ja, nee, ist klar, der kriegt sofort einen Dreckstern. War richtig. Mann, ich aus. Ist jemand vorne? Gib mir das. Ja. Ja, ist ja nicht. Ist mir jetzt egal, ich verschwende den Dreck. Du gewinnst aber auch durch Luck. Ich hatte das den nur zweimal. Das ist genau wie Mario Party 5. Weißt du, noch die lange Runde. Stimmt, du machst gar nichts. Ich gewinne keine Minispiele, aber das braucht man auch nicht. Wo sind der Stern eigentlich? Ganz hinten. Das ist schon richtig. Gib mir mal Geld. 20 Münzen reichen ja. Den Geldbausanzug könnte ich mal gebrauchen. So. Jetzt kannst du nie wieder gewinnen, oder? Nee. Eine ehrliche Frage. Wenn du 50 Münzen auf der Straße findest, was willst du denn? Ich will den hier. Alle nehmen. Sie alle nehmen, etwa 10 Münzen nehmen. Alles, wenn dann schon alles. Etwa 10 Münzen. Das ist doch gelogen. Ja, ich weiß, ich würde alles nehmen. Entweder würde ich alles nehmen oder. Oh, ich krieg einen Kriegsbogen. Oder ich wäre zu voll, um die Scheiße aufzuheben. Ja. Wenn die würfelt 1. Ja, wohl, so ein Bubus-Spray ist ganz schön nützlich, ne? Ja. Also das, du kriegst einen Münster. Bei Mario Party 4 gäbe es da so eine Taschenlampe, das weiß ich noch. Ist aber auch logisch, ja. Ich meine, wie will man den Bubus ansprühen? Bei Mario Party 5 gibt's den Bubu ja gar nicht mehr, weil es ja da als spielbarer Charakter gibt. Da gibt es ja die Ketten und da gibt es ja den Knochen. Finde ich aber auch gut, aber ich hätte lieber die Ketten und Pfeife oder so genommen. Obwohl, das könnte man ja zum Herbeischwören benutzen. Das mit der Blanken am Team, die ist ganz schön schuld, ist die schuld. Wassermarsch, das ist jetzt, als ob man pissen müsste. Du hast das genau nicht gehört. Ich hoffe. Ach, oh, das sieht auch noch so aus. Ja, ist das so, man muss doch. Was muss ich machen? Ja, was müssen wir machen? Ja. Ausrichten und sprühen! Das hört sich pervers an. Wir machen jetzt alles hier. Was, ob das hier so ein Joke ist? So, los, dann, Wasser los. Arsch! Dann pump mal! Auch wenn ich. Oh, tut das gut! Muss man schnell drücken? Nee. Ja, mach doch mal! Boah, Junge! Die hat's drauf! Du spritzt richtig vorbei. Alter, die kann pumpen wie ein Weltmeister. Meiner gar nicht! Alter, dann wollen wir mal sehen. Ui! Müssen wir eigentlich die riesige Flamme ausmachen oder wie ist das? Nein, guck mal, da oben ist Punktzahl. Du hast nur eine! Was? Ich, der macht bei mir voll behindert. Ja, Daisy kann halt pumpen. Boah, was geht mit dir? Boah, knapp. Am Ende drei Stück hintereinander. Ja, sorry, aber Luigi hat nichts gemacht am Anfang. Ich hab halt eine Frau. Kann halt richtig pumpen. Und das hört sich wirklich falsch an. Es tut mir leid, alle weiblichen oder. Ja, weiblichen Leute da draußen. Zuschauer. Na gut, ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat. Eine Runde pumpen. Standard-Scheiße. Genau, eine Runde pumpen, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.